Questo c'è. Grüße aus Innerhalbach im Gemeindegebiet von Kleinzell in Niederösterreich. Ich bin Brad dabei und heute geht es auf eine besonders einsame Tour, nämlich von der Nordseite auf die Jochart. Und da nehme ich euch einfach mit, weil das ist nämlich eine beliebte Motorradlstrecke. Und bevor der Wer kommt und uns die Aufnahme versaut, gehen wir einfach los. Los geht's! Hinein auf einer Forststraße. Parkmöglichkeiten nur ganz eingeschränkt vorhanden. Markierung blau. Bei zu erwartenden sommerlichen Bedingungen haben wir uns schon sehr früh auf den Weg gemacht und wir haben auch den nordseitigen Anstieg natürlich nicht ohne Grund gewählt, weil wenn man den südseitigen oder die südseitigen Anstiege von Rohr im Gebirge ausnimmt, dann wird man halt im Hochsommer ziemlich durchgegart. Ja, also nicht da, nicht grün, sondern blau. Jetzt gibt es doch wieder blau. Wir haben das genau richtig gemacht. Schau, wir haben noch einen Schatten. Wir werden noch nicht in der Sonne gegart. Serpentine. Ja. Na gut. Dann folgen wir. Aber gleich so zurückhalten, wie die Markierung unten war, da ist jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Thank you.
Schau, da drüben weiß man jetzt auch bei der Fahrstraße, die da aufgeführt, wie sie den Kahlschlag gemacht haben. Jetzt haben sie da abgefahren, das Holz. Und für uns geht es aber da jetzt nach links. Ja, die Gegend ist wasserreich. Schau, da hättest du sogar ein Bründel. Schau, Kalkalpen. Das ist der Steinmandelstein, den muss ich dann wieder dort hinlegen, wo du jetzt sitzt. Na, weil das war der Steinmandel, da war die Abzweigung markiert. Das? Mit dem Steinmandel. Das Zwerl da, das ist ja mitgekriegt. Ja, besser als nichts. Ich meine, es ist eher eine blaue Farbe drauf. Ich weiß, das ist noch der Zunge bequem. Ja. Ich würde das einmal da wieder herlegen. Ja, sehr fast aufmühen. Das schaut sehr einladend aus. Der ist nicht viel begangen, gell? Das kann rutschig, glitschig oder so. Blaue Markierungen, links, rechts der Pfeil, da oben. Ja, äußerst mühsam. Jetzt da ganz steil bergan. Markiert war es gut, aber man mag es ja kaum glauben. Es ist da wirklich garstig steil. Ja, ja. Da so. Aber da ist es besser, weil da sind Wurzeln. Ja, so ehrlich muss man sein, dass der Anstieg nicht viel begangen ist, hat seine Gründe. Der Steig ist auch dementsprechend wenig ausgetreten und in recht schlechtem Zustand. Ja, da ist jetzt ein bisschen Erfahrung nötig, weil es ist nämlich auch wieder schlechter markiert und es sind wirklich nur Spuren vorhanden. Ich bin schon lange kein so einen schlechten, wenig ausgetretenen und trotzdem noch markierten Steig gegangen. Reisenbeck ca. 2 Stunden. Die haben wir nicht einmal aufgebraucht. Jocha ca. 1,75 Stunden. Nein, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn. Ich weiß nicht, was das her haben. Das ist von unten. Hast du verdient. Und? Bella war wahr. Jocha, blau, dann rot, Glänzel, blau. Ja, also auf zur Jocha. Hast du schon eine Markierungstafel gemacht, schau? Diese Drecksleiten da auf zum Hammerleck oder zur Hammerleck, wer das weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ja, kann es echt nicht sagen. Ja, die war wirklich mühsam, aber jetzt da den Rücken entlang zur Jochert, das ist schon nett.
Aha, der Wegweiser ist zerstört. Ich muss auf seine Bahnen vertrauen, auf den Baum. Da ist das Gipfelkreuz. Aber es ist nicht der höchste Punkt. Gemein, gell? Schaut einmal. Da ist ein schöner Rastplatz. He? Jochat, 12,66. Das ist genau das, was ich will. Ja? Temperatur, angenehme 18 Grad. Na schau, was es da noch gibt. Ja, da gibt es einen Gipfelschnaps. Den lassen wir natürlich zu. Da gibt es, glaube ich, auch ein Gipfelbuch. Schau. Nein, ist auch noch was zu trinken. Doch, das ist ja eine ganze Bar. Schau mal, da unten ist eine Lade. Aha. Das Geheimnis der Lade wird jetzt gelüftet. Die ist, hat aber auch irgendein Ding, oder? Irgendeinen geheimnisvollen Mechanismus. Bitte. Direkt schauen. Ja, die ist nicht streng. Jetzt zwei Gipfelbücher. Ja, bergfrei von der Jochat. Ein wunderschöner Platz, eine wunderschöne Aussicht. Zwar mit Bäumen und leicht ein bisschen verdeckt. Aber das hat sich ausgezahlt, oder? Bella ist hochkonzentriert, um jetzt seinen Platz im Gipfelbuch zu finden. Na schau. Heute ist da. Heute ist der 27. mit ziemlicher Sicherheit. Ja, schau, so schlecht hast du dich gar nicht geschlagen. Wir sind 3,5 Stunden aufgegangen. Wir sind nur 3 Stunden aufgegangen. Ja, sehr hübsch da auf jeden Fall. Ja gut, nach ein paar schönen und auch einsamen Momenten auf der Jochat machen wir uns wieder auf den Abstieg, und zwar entlang des Anstiegswegs. Ganz allein sind wir nicht, darum gibt es auch keine Drohnenaufnahmen heute. Ja, das Gipfelkreuz ist ein bisschen abseits und im Wald. Wer würde denn da verweilen wollen, als das vorhin so schön ist? Hm? Ja, dieses wunderschöne Rastbankerl da ist erreicht. Wieder mit der tollen Aussicht. 10 Minuten, gell? Ja, der Abstieg da Richtung Hammerleck, das hat schon einmal was. Ganz was Genussvolles. So eine tolle Aussicht, was man da hat. Ist schon nett. Ja, aufpassen, da gibt es Stolperfallen. Ein ehemaliger Zaun. Hammerleck wieder erreicht. Jetzt haben wir eine kleine Trinkpause machen. He? Jetzt kannst du der Nachwelt sagen, was du mir schon mal sagen wolltest. Du hast erzählt, immer du was. Was soll ich dir erzählen? Ich bin schon gespannt auf den Abstieg, ich freue mich schon aufs Wasser. Ja, ich bin auch schon gespannt auf den Abstieg, aber ob es überhaupt der Park, ob ich überhaupt da bekomme. Ja, haben wir ausgiebig passiert, jetzt reicht's.
ja, sehr aussagekräftig sind die Wege, weiß ich nicht. Ja, von der anderen Seite, drei sind weg, circa 2 Stunden. Naja, wir haben keine 2 aufgebracht. Werden wir hoffentlich auch keine 2 runterbrauchen. Ja, das ist am Anfang noch ganz harmlos. Aber wenn wir die Plagerei im Aufstieg noch in Erinnerung haben, wird es uns im Abstieg möglicherweise nicht wesentlich besser ergehen. Ja, seht ihr es? Ist das zwar der korrekte Weg, aber der ist wirklich nur in Spuren vorhanden. Kommt man dann an dieses Eck und jetzt wird es erst so richtig gemein. Ja, es ist da so steil der Ort, dass ich jetzt wirklich was gemacht habe, was ich schon lange gemacht habe. Und das ist, ich habe meinen Wanderstock abgebrochen. Die Schleiten da, die wird immer steiler. Und ich habe keine Chance mehr, wirklich zu erhalten. Und mit dem Stativ, das kann ich vergessen. Also das werde ich jetzt auch wegpacken. Aber da ist das gute Stück. Dann schauen wir mal. Mhm. So, wo der Bello gerade ist, da gangert jetzt rechts oben von meiner Seite aus der Originalweg. Das machen wir nicht. Wir gehen da jetzt quer durch den Wald um. Da ist es um 10-mal gescheiter. Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, den Aufstiegsweg links und im Abstieg dann rechts zu umgehen. Um Eckhäuser besser als wie diese depperte Tricksleiten da, auf der man echt nur rutscht. Jetzt sind wir nämlich bei der Vorstraße unten wieder. Ja, man kann sich jetzt natürlich überlegen, ob da auf eine der gescheitere Alternativen führen darf. Vielleicht braucht den ja wer. Jetzt kannst du ja schon rennen. In der Tat, ja, juhu. Der Forstweg hat uns wieder. Wo hinten ist das daneben? Noch gemein, hä? Ah, warte, ich kann das. Das kann ich ein bisschen verbessern. Jetzt muss aber durchrennen lassen, längere Zeit. Ja, ja, da kommt der Dreh runter. Ja. Genau. Der Schmutz setzt sich ab. Kann man da oben passen, was? Ja. Der bekannte Forststraßenabstieg erwartet uns. Jetzt sind wir frisch gestärkt mit klarem Quellwasser. Steht ja einer Rekordzeit nichts mehr im Wege, oder? Wie vorbildlich da markiert ist, schon, damit na ja keiner auf die Idee kommt, dass er wieder auf den Berg aufrennt. Die Quellen, die wir da oben gehabt haben, haben sich vereinigt. Ja, da ist schon der Bachlauf deutlich hörbar. Ja, diese stillen Täler da sind auch im Abstieg genauso schön wie im Aufstieg. Das ist halt nicht ein bisschen schwierig, was Neues einzufallen, was ihr noch nicht gesehen habt. Aber ihr wisst ja, das hat sich das leider gemerkt.
Sandsteinsattel Rohr im Gebirge. Und wir müssen da hinaus, ne? Ja, was soll man sagen? Ich glaube, mit der Umgehung im Auf- und im Abstieg ist es ganz okay. Und vor allem ist es eine wunderbar einsame Tour. Wir sind jetzt ein bisschen nach der Mittagszeit wieder zurück. Das ist gerade eine gut geeignete Tour für einen Sommertag, in dem es vielleicht doch nicht ganz ohne Gewitter abgeht, wenn man schon relativ früh wieder zurück ist. Aussicht schön, gell? Ja. Kann man gar nichts sagen. Alpine Herausforderung, naja, eigentlich nicht bis auf diesen blöden, sehr steilen Anstieg, aber ja, man könnte nichts Schlechtes sagen. Ja, also wieder zurück zum Glück beim Ausgangspunkt. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Ja, das heißt also, wir haben unsere Tour wieder absolviert, auch die Jochart von der Glenzeller Seiten aus, und von daher hast du dann immer, ich bin Vlad dabei und ich bin Bella. Und vielleicht sieht man es immer bei einer anderen Tour. Vorwärts Marsch! Gar nicht so verloren. Vielleicht findet mich wer, wenn ich verloren schaue. Bist du eh schon herunten? Jetzt brauchst du nicht mehr. Die ganze Gegend ist schon entirrt. So, jetzt habe ich das erfolgreich schöner gemacht.